wahrscheinlich vorgeschossen, dass es langsam Richtung Finale geht von Alan Wake. Ja, ich bin ehrlich gespannt, wie das Finale wird. Und da ist der Klicker. Und endlich mal im Tageslicht wieder unterwegs zu sein. Ah, hab ich das bis hier? In Alan Wake zumindest. Ist ja was Interessantes. Ja, ich sehe Batterien dort. Warum hat Alan Wake überhaupt seine Pistole draußen? Was sieht da irgendetwas? Immer weiter zum Cauldron Lake. Ich glaube, das sind die. Oh nein. Ist doch die andere Seite lang. Aber ich gehe jetzt mal hier die Scheune durchsuchen. Vielleicht hast du was Interessantes. Und es sieht begehbar aus. Erst die Scheune untersuchen hier. Und geht das? Die Scheune ist plus Deko, oder? Bis auf die eine Flasche dort. Thermokarte. Ja, die ist nur Deko, oder? Von der Seite kann man ja reingucken. Ja, ist rein nur Deko. Übelst leer. Na gut, sind da vielleicht ein paar richtige Materialien drin, aber. Also ich rate, wir werden nicht lange im Tageslicht rumfahren. Okay. Das erste Mal, dass mein Auto brennt. Wechsel mir das Auto gleich mal? Ja, ich wechsle das Auto lieber. Ja, ich wechsle das Auto lieber. So. Also müssen wir jetzt hier lang. Ah, da liegt noch Jacke wert. Das ist gut. Wie viel? Oh, wir haben 3. Aber wir haben unsere Lampe noch nicht da. Die neue, die Ursprungslampe haben wir leider nicht da. Aber wir haben noch was Schickes. Die Leichtpistole für das Finale. Oh, huhu. Nee. Nee, darunter muss ich schon nicht. Ja, das war wahrscheinlich das optimal, oder? Ein optimaler Weg, den man angehen kann, um da ein paar Bonussachen zu bekommen. Und ich muss da drüber klettern. Oder?
Na, ja, ich muss da durch, Schätzer. Das Dunkel hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte. Ich werde ihre Frau töten. Ehrlich? Warum funktioniert das nicht? Kann ich den Klicker benutzen, damit das für Tag wird? Aber ich sehe auch, dass... Das Dunkel versuchte nicht mehr, den Schriftsteller zu fangen, damit er das ersehnte Ende verfasste. Der Schreiber wusste zu viel. Er war zu stark und trug eine Waffe, die Thomas Zane hinterlassen hatte und die das Dunkel verletzen konnte. Jetzt tat es alles, um den Schreiber davon abzuhalten, Cauldron Lake zu erreichen und damit seinen finsteren Ursprungsort. Und da vorne haben wir ein Auto. Sehr gut. Da vorne haben wir ein Ersatzauto. Sollte das kaputt gehen, doch sehr. Tschüss. Tschüss, man sieht sich. Materialien einsammeln. So, kann ich hier rein? So. Lass mich raten, ich kann noch ein paar Sachen einsammeln und dann muss ich wahrscheinlich weiter. Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Was? Seh dich mal an mit deiner Alte. Da ist die Frau, da ist Barry, da ist... Achten Sie auf sich und Ihre Kollegen. Ich hätte es geglaubt. Der Unterschrift im Hotelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt, in Zimmer Nummer 2. Thermoflasche, hier. Wer hat auf der Toilette sein Gebäude getrunken überhaupt? Ey, keine Randale.